Du hörst Episode 12 des Slothcast, deinem Podcast zu den Themen Kosmetik, Inhaltsstoffe und Hautpflege. In dieser Folge zeige ich dir, wie lange Kosmetik eigentlich haltbar ist, wie genau du es mit der Haltbarkeit nehmen musst und wie du das Ganze in deinem Alltag ganz praktisch umsetzen kannst. Hallo und herzlich willkommen beim Slothcast, dem Podcast für alle, die endlich Inhaltsstoffe verstehen möchten und alle, die zu Experten für ihre Haut werden möchten. Mein Name ist Maike, ich bin Expertin für Inhaltsstoffe und Hautpflege und in diesem Podcast zeige ich dir meine besten Tipps und Tricks zum Thema Hautpflege, Inhaltsstoffe und Kosmetik selber machen. Weißt du eigentlich, wie lange deine Kosmetik haltbar ist? Ich war mir da lange Zeit sehr, sehr unsicher und habe das ein oder andere Mal beim Aufräumen, gerade so zum Neujahr, alte gekaufte Kosmetik gefunden, zum Beispiel eine Creme oder auch eine Mascara und mich gefragt, das ist schon abgelaufen, kann ich das noch benutzen? Und deswegen möchte ich in dieser Episode einmal meine Learnings mit dir teilen zur Haltbarkeit von verschiedenen kosmetischen Produkten, damit du eben, wenn du ausmistest, sicher gehen kannst. Diese Episode bezieht sich jetzt erstmal auf gekaufte Kosmetik, aber wir werden da hinterher mal ein paar Schlüsse auch zur selbstgemachten Kosmetik ziehen. So. Die Haltbarkeit wird ja auf vielen auf allen kosmetischen Mitteln gekennzeichnet und es gibt zwei Unterschiede. Wir unterscheiden erstmal ganz, ganz grob zwischen der Haltbarkeit von ungeöffneten und geöffneten Produkten und es gibt eben jetzt zwei Kennzeichnungen. Es gibt Produkte, die ungeöffnet länger haltbar sind als 30 Monate. Das sind einfach über 3 Jahre. Und die werden mit so einem offenen Tiegel gekennzeichnet. Und diese Zahl, die du dann in dem Tiegel findest, ist dann eben der Monat, das Jahr, je nachdem, was eben dahinter der Zahl steht, die das Produkt nach der Öffnung noch verwendet werden kann. Produkte, die weniger als 30 Monate, also weniger als 3 Jahre haltbar sind, müssen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum wie bei Lebensmitteln versehen werden. Und die gelten aber nur für ungeöffnete Produkte. Das heißt, sobald du das Produkt dann öffnest, dann ist es natürlich nicht mehr so lange haltbar und verdirbt oder wird schneller schlecht. Eine Haltbarkeit, um die zu garantieren, solltest du das Produkt auf jeden Fall erstmal sinnvoll lagern. Das heißt, nicht umsonst steht auf Produkten drauf, ganz oft kühl und trocken lagern. Durch die Lagerung an kühlen, trockenen Orten kannst du nämlich ziemlich viel gut machen. Dafür musst du nicht gekaufte Kosmetik in einem Kühlschrank zum Beispiel lagern, denn auch die könnten sich negativ auf deine Kosmetik auswirken, so kalte Temperaturen. Zum Beispiel verlieren Lippenstifte bei seinen niedrigen Temperaturen ihre Farbe, das Puder fängt an zu bröckeln oder auch Cremes können sich im schlechtesten Fall aufteilen in ihre Bestandteile. Also lager Kosmetik am besten so, wie es auf der Verpackung beschrieben steht. Und sobald du siehst, und das gilt jetzt sowohl für gekaufte Kosmetik als auch für selbstgemachte Kosmetik, dass sich die Farbe, der Geruch oder die Konsistenz deines Produktes ändert, entsorge es bitte. Und das ist wirklich wichtig. Ich weiß, es tut gerade Selbstmachleuten sehr, sehr weh, Sachen wegzuschmeißen. Aber bevor wir überhaupt sehen, dass sich da zum Beispiel Mikroorganismen vermehren oder dass da was Schlimmes passiert, also wenn es schon so weit kommt, dass wir das sehen, dann ist es meistens schon sehr, sehr übel. Also entsorgt dann bitte das Produkt. Ich persönlich habe zu Hause tatsächlich so Mini-Aufkleber-Etiketten rumliegen und schreibe auf jedes Produkt drauf, entweder das Datum oder auch nur den Monat, an dem ich das Produkt geöffnet habe, um eben den Überblick nicht zu verlieren. Und das ist tatsächlich mein Pro-Tipp für alle, die relativ viel Kosmetik zu Hause haben, denn dann kann man das auch danach abarbeiten. Trotzdem kann es ja mal sein, dass wir ein Produkt sehr, sehr lange offen haben und dann irgendwann wiederfinden. Deswegen möchte ich dir jetzt einmal kurz erklären, wie das mit verschiedenen Produktarten ist. Augencremes werden ja für eine sehr, sehr empfindliche Partie unseres Körpers hergestellt, für die Augenpartie. Und deswegen
sollte man ja zum Beispiel auch Augencremes einklopfen, damit eben die empfindliche Augenpartie geschützt wird. Deswegen sollten Augencremes aber auch sehr, sehr schnell entsorgt werden. Ich persönlich würde Augencremes, da sie meist relativ wenig und milde Konservierungsstoffe benutzen, maximal 4 Monate offen verwenden. Anders ist es bei Wimperntusche. Auf den meisten Verpackungen steht auch drauf, dass sie 3 bis 6 Monate nach der Öffnung haltbar sind. Aber wir haben ja Sauerstoff in unserer Luft und die können das Produkt austrocknen. Achte also erstmal darauf, dass du deine Wimperntusche immer sehr, sehr gut verschließt und immer gut zudrehst. Und dann solltest du aber gut aufpassen, denn wenn du die Wimperntusche zu oft nutzt oder zu lange, kann es tatsächlich auch dazu kommen, dass du Bindehautentzündungen und Co. bekommst und dann solltest du die Mascara sofort entsorgen. Auch Selbstbräuner habe ich einmal benutzt in meinem Leben, war eine sehr uncoole Erfahrung. Ich stand hinterher mit Flecken wie so eine Kuh auf meinem Abiball. Aber natürlich gibt es sehr viele Leute, die Selbstbräuner benutzen und die können auch bis zu 6 Monate noch geöffnet benutzt werden. Du kannst auch danach oft noch Produkte verwenden, aber die Wirkung ist halt eben nicht mehr so gut. Das meiste, was wir zu Hause herstellen, sind ja Cremes und Emulsionen und die sind tatsächlich sehr, sehr lange, wenn wir sie kaufen, haltbar. Wenn du deine Produkte zu Hause herstellst, schau bitte erstmal, was sagt der Hersteller vom Konservierungsmittel, das du benutzt, und zieh ein paar Monate ab. Denn zu Hause arbeiten die wenigsten unter Laborbedingungen und sehr, 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 sehr hygienisch. Und deswegen ist natürlich die Haltbarkeit, wenn wir das zu Hause herstellen, nicht so gut gegeben wie eben bei einer Massenproduktion, die sehr, sehr hygienisch einfach abläuft. Spannend finde ich, dass Gesichtsmasken, das sind ja meistens so Einmalverpackungen, wenn wir sie kaufen, ein Jahr nach Öffnung haltbar sind. Verrückt, oder? Weil wer macht seine Maske auf und verwendet sie ein Jahr lang nicht? Und Nagellack, und das habe ich letztens schmerzlichst erfahren müssen, ist natürlich gut verschlossen. Erstmal relativ lange haltbar. Aber nach einiger Zeit wird der Nagellack zäh. Der wird immer zäher und zäher und zäher. Und nach ungefähr einem Jahr ist der Nagellack dann auch hinüber. Aber meistens nur, weil er zu zäh geworden ist. Parfüm lässt sich übrigens 1 bis 2 Jahre gut verwenden, bis der Duft dann langsam verschwindet. Und auch Reinigungsprodukte sind teilweise ohne Alkohol 2 Jahre, mit Alkohol sogar 3 Jahre benutzbar. Und spannend finde ich, denn das ist das, was am längsten haltbar ist, ist das Puder, das Gesichtspuder. Das kann fast 5 Jahre lang verwendet werden. Und das Problem bei Puder sind vor allem die Schwämmchen oder die Pinsel, mit denen die aufgetragen werden. Denn die werden meistens nicht so oft gereinigt und das verunreinigt dann natürlich auch das Puder. Es ist also super, super spannend, denn verschiedene Produktarten werden oder sind auch verschieden lang haltbar. Und deswegen habe ich jetzt meine wichtigsten Tipps nochmal für dich zusammengefasst. Mein erster Tipp ist, dass du dir kleine Etikettenaufkleber besorgst oder wasserfeste Stifte und einmal darauf schreibst auf jedes Produkt, wann du es geöffnet hast und wann du angefangen hast, es zu benutzen. Das kannst du auch gerne bei deiner selbstgemachten Kosmetik machen, dass du einmal drauf schreibst, seit wann du es nutzt. Wenn du Creme-Tiegel benutzt, dann nimm gerne wirklich so einen Spatel zum Rausnehmen und krapsch da nicht mit den Fingern rein. Und ansonsten lager deine Produkte wirklich kühl und trocken, also nicht direkt neben der Dusche, am besten in einem Schrank, aber auch nicht im Kühlschrank unbedingt. Und achte darauf, ob sich da irgendwas verändert. Wenn du deine Kosmetik selber machst, achte bei der Herstellung darauf, dass du sehr, sehr hygienisch arbeitest. Denk aber daran, dass du die Haltbarkeit wahrscheinlich nicht erreichen kannst, die auf dem Konservierungsstoff angegeben werden. Und ja, leb da einfach mit. Das heißt, wenn du selber rührst, dann rührst du ja sowieso nur die Sachen, die du in dem Moment benötigst. Und das war es auch schon in der Folge, denn die Haltbarkeit ist ein super komplexes Thema. Die
Kennzeichnungen findest du auch nochmal in den Shownotes zu dieser Episode. Da kannst du es nochmal genauer anschauen, wie die ganzen Kennzeichnungsetiketten aussehen. Also wie sieht der Titel genau aus, wie sieht auch das Mindesthaltbarkeitsdatum aus, wie wird das gekennzeichnet. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Episode mit dir. Du möchtest erfahren, wie lange haltbar ein kosmetisches Produkt ist und wie es eigentlich mit der Konservierung aussieht? In meinem Webinar Haltbarkeit und Konservierung zeige ich dir, warum Konservierung so wichtig ist und wie du richtig konservierst. Außerdem reden wir darüber, welche Produkte konserviert werden müssen und welche nicht. Und du hast natürlich auch bei diesem Webinar wieder die Möglichkeit, deine Fragen live an mich zu stellen. Wenn du also beim Webinar dabei sein möchtest, dann melde dich jetzt an und sichere dir ein Ticket unter www.slothmatrix.com/webinar-haltbarkeit-konservierung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann gemeinsam am 23.01. um 18 Uhr im Webinar sehen würden.